dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Gemeinsam unten raus. Das war das Motto vor der Partie Münster gegen Mannheim. Das Heimteam seit 12 Spielen sieglos. Zu Hause seit 7 Spielen nicht mehr gewonnen. Mit den Fans zusammen soll die Bilanz besser werden. Natürlich vor allen Dingen für Sven Hübscher, der schon ein wenig unter Druck geraten ist unter der Woche nach dem 2:4 in Zwickau. Gehen wir rein in die Partie. 7. Spielminute. Die erste gute Offensivaktion von Preußen Münster nach dem Freistoß von Kevin Rodriguez Pires. Schnellbacher mit der Flanke. Dann wird es eng da drin. Aber Hoffmann hat den Überblick behalten und traf zum 1:0 für Preußen Münster. Ein Tor des Willens. Der erste Saisontreffer für Hoffmann. Es ging gut los für das Team von Sven Hübscher. Dann aber 11 Minuten später der Ballverlust bei den Münsteranern. Kevin Coffey dann Richtung Schulze Niehus. Und dann kam die Aktion von Fridolin Wagner. Wir schauen hier. Kein Foul. Und auch der Schiedsrichter Mitja Stegemann hatte Schwalbe angezeigt. Das war gut gesehen vom Schiedsrichter. Halbzeit also 1:0 für Preußen Münster. Wir gehen rein in die zweiten 45 Minuten und sehen diese Ecke von Rodriguez Pires und die Möglichkeit durch Lukas Schnellbacher. Hier hätte er das 2:0 machen können, aber klasse Parade von Timo Königsmann. Jetzt, liebe Freunde, wird es ganz wild. 72. Spielminute, 1:1, der Ausgleich aus dem Nichts. Münster war besser. Münster hatte das 2:0 auf dem Fuß. Der eingewechselte Busian aber hier ohne Gegenspieler. 7 Minuten nach seiner Einwechslung traf er zum Ausgleich. Und dann nur eine Minute später der Führungstreffer für Waldhof Mannheim, die das Spiel hier komplett auf den Kopf gestellt hatten. Diering war da Busian noch dran. Ich sag, hier steht er im Abseits. Auch wenn er nicht berührt, irritiert er den Torhüter. Deswegen Fehlentscheidung, Treffer dennoch gezählt, Dierings Tor am Ende und das 2:1 für Waldhof Mannheim. Wieder nur kurze Zeit später die 76. Ecke von Diering, gerade noch Torschütze, jetzt Vorlagengeber zum 3:1. Michael Schulz mit dem dritten Tor, auch hier viel zu frei die Aktion, unfassbar. Und nach Schlusspfiff gab es natürlich nur eine zentrale Frage. Wie sieht die Zukunft von Sven Hübscher aus? Wird er Trainer bleiben bei Preußen Münster? Ja, also auch da kann ich mich nur wiederholen. Wir werden das Spiel jetzt erstmal so sacken lassen. Auch ich muss das erstmal so mitnehmen. Das Ergebnis sah lange Zeit anders aus. Und dann werden wir sehen. Puh, das könnte hart werden für Sven Hübscher. 13 Spiele hintereinander ohne Sieg. Die Jobgarantie war auch nur für dieses Spiel. Ganz anders sieht es aus bei Waldhof Mannheim. Jetzt 26 Punkte, Platz 6 als Aufsteiger und seit Mai 2018 auswärts ohne Niederlage. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.